Ja, hallöchen. Ich bin's wieder, der Henning von Orbit. Und es ist ein bisschen zum Usus geworden, dass wir nach der Bochumer Retrobörse, oder dass ich nach der Bochumer Retrobörse auf jeden Fall ein Pickup-Video mache. Und wir machen jetzt eigentlich nicht so viele Pickup-Videos, aber wie gesagt, das ist die nächste Börse zu uns und da kann man das immer wieder machen. Zweimal im Jahr ist ja schon ein besonderer Anlass, kann man so nennen. Ja, genau. Und da haben mich auch manche gefragt, was hast du denn so geschossen? Und ich habe dann noch so ein bisschen hinterm Berg gehalten und dachte mir, wartet mal schön ab, was ich euch da präsentiere. Ich habe wieder ein paar nette Sachen für meine Sammlung gefunden. Manche Sachen haben mich auch wieder vollkommen überrascht getroffen. Bei manchen Sachen war es geplant, dass ich sie besorge. Aber das sage ich dann einfach dabei, ne? Genau. Fangen wir erstmal an mit etwas Kleinem. Genau. Ich habe mir ein Rumble Pack für den N64 besorgt, für einen flotten Fünfer, glaube ich. Oder nee, 4 Euro waren es. 4 Euro waren es. Mir fehlte irgendwie noch eins. Ich hatte eins, das war kaputt und das war jetzt quasi dann der Ersatz dafür. Genau. Dann habe ich bei. Ach ja, genau, beim netten Ree. Der ist wieder mit seiner wunderschönen Tauschkiste rumgegangen und hat mir ungetestet, mittlerweile ist es getestet und für funktionsfähig begutachtet, ein Pokémon Pikachu Mini Game Boy, oder wie das Ding heißt. Hat mal neue Batterien reingeknallt, hat mich Pikachu auch direkt angelacht. Weiß ich gar nicht, ob man hier mal drauf drückt oder so. Ja, da ist er doch schon, ne? Ich weiß gar nicht. Also auf jeden Fall unter einem Zehner hat das Ding irgendwie den Besitzer gewechselt. Und ja, war auf jeden Fall ein fairer Preis. Schöne Grüße an der Stelle nochmal an Ree. Fand ich mal wieder cool, ihn mal wieder zu sehen. Hand, nimm das. Okay. Okay, nach müde kommt doof. Ihr versteht das. Genau, dann auch aus dem Nintendo-Universum, da habe ich mich sehr drüber gefreut, dass ich das endlich gefunden habe. Ich hatte nämlich auch bei mir am Stand, ich wollte ihn eigentlich verkaufen, weil ich keinen Empfänger dazu hatte, einen Nintendo GameCube Wavebird heißt das Viecher. Und haben mir noch viele Leute gesagt, nee, den kaufe ich nicht, nachher funktioniert er nicht mit dem Adapter. Leute, man kann hier mit dem Rädchen Kanäle einstellen und die sind mit dem Adapter absolut identisch. Das heißt, wenn Kanal 6, dann funktioniert das auch mit jedem Adapter, der auf Kanal 6 eingestellt ist. Naja, egal. So viel zur Zusatzinfo. Ich dachte eigentlich, ich müsste ihn irgendwie verkaufen und gucken, dass ich irgendwo was Komplettes kriege. Und dann habe ich tatsächlich an einem Stand für echt moderate 15 Euro, da habe ich dann auch nicht mehr gehandelt, weil die im Netz teilweise für über 30, teilweise sogar für 35 bis 40 weggehen, einfach einen Adapter dafür, einen Empfänger. Ich konnte nicht mehr, weil eigentlich findet man die einzeln nicht. Dementsprechend habe ich das Ding dann von unserem kleinen Verkaufsstand einfach direkt wieder weggepackt und jetzt kann ich ihn endlich benutzen. Da habe ich mich riesig drüber gefreut, wirklich. Genau. Ja, Controller technisch. Es gibt so ein paar Spiele, die mir zum Beispiel auf der Dreamcast, vollkommener Themensprung, wo mir der Controller auf der Dreamcast einfach nicht wirklich, zuträglich ist, sage ich jetzt mal so. Und es gab mal einen Adapter für Xbox-Controller und für PS1-Controller. Und ich glaube auch PS2-Controller gehen auch. Allerdings sind die relativ schwierig zu bekommen. Also die PlayStation-Controller sind jetzt nicht zwangsläufig teuer, aber sie sind halt immer noch selten. Und jetzt habe ich mal einen für PlayStation gefunden. Für die Xbox hätte ich irgendwie cooler gefunden noch. Aber wenn man sowas schon mal kriegt, dann muss man es eigentlich mitnehmen, weil es, wie gesagt, nicht so häufig auftaucht. Das heißt, schön damit in die Dreamcast, hier einen beliebigen PlayStation-Controller ran und dann ab geht die Luzi. Das funktioniert auf jeden Fall relativ gut. Dann. Und man kann hier sogar noch umschalten. Also externer Stromanschluss. Und dann kann man noch umschalten, ob man jetzt ein Lenkrad von der PlayStation nutzt oder ein Controller. Also was man denn damit dann ersetzen möchte quasi. Ja, das war auf jeden Fall auch gut. Ich meine, wollt ihr mal Preise wissen? Ich glaube, das Ding lag, das war so ein Paketpreis. Also ich glaube, mehr als ein Fünfer habe ich dafür jetzt auch nicht bezahlt. Ich glaube, so 3 bis 4. Genau. Dann, ja, ich war so ein bisschen auf Controllerjagd, muss ich sagen. Und zwar habe ich ja von dem Sebastian damals ein Panasonic 3DO bekommen. Damals, glaube ich, sogar ohne Controller. Und da habe ich mir dann schon mit Mühe und Not einen Controller irgendwo klar gemacht.
die tauchen einzeln nicht so oft auf. Und diese auf dieser Börse gab es genau zwei 3DO-Controller, die habe ich auch beide gekauft. Und zwar beide für 20 Euro jeweils. Das ist auch super. Im Netz gehen die für über 30 meistens weg. Und die waren auch beide noch im echt schönen Zustand. Sonst hätte ich auch mit Sicherheit nicht beide mitgenommen. So sehen die aus. Kennt ihr vielleicht, wenn ihr keinen habt, jetzt wisst das. Gab es ja auch von mehreren Firmen. Gab ja auch irgendwie von Goldstar. Ich habe jetzt zwei Panasonic-Controller gekauft. Und die kann man ja schön, so schön ineinander stecken. Das heißt, wenn der nächste Controller kommt, halte ich den mal ins Bild. So, dann kann man den da reinstecken und so weiter und so fort. Und der vierte Spieler geht dann da noch rein und so weiter. Genau. Aber ihr seht schon, das sind auch schon zwei unterschiedliche. Der eine gehört wahrscheinlich zu einem FZ1 und der andere zu einem 10er. Keine Ahnung. Sehen auch von hinten leicht unterschiedlich aus, aber wie gesagt, wenn man 3DO-Controller braucht, findet man meistens keinen. Deswegen dachte ich mir, nehme ich beide für je 20 mit. Weil, wie gesagt, die Tasten auch noch nicht ausgenudelt waren, das war es mir dann definitiv wert. Genau. Stichwort Zusatzcontroller. Ich weiß ja nicht, wem das hier was sagt. Das ist ein Sega Dreamcast Angelcontroller. Ja. Damit kann man das wunderschöne Spiel Sega Bass Fishing, ich glaube, es heißt auch Bass Fishing und nicht Bass, sondern Bass, ja. Oder Bass, heißt es Bass Fishing? Ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall kann man das damit spielen. So. Das war natürlich ein Bundle, das war beides zusammen. Da ist auch abgebildet, der schöne Controller. Und das ist sogar relativ pricey, sage ich jetzt mal. Ich habe ja, das war auch mit in einem Paket. Also ich denke mal, ich habe jetzt so um die 30 bezahlt. Das ist deutlich unter Internetpreis, oder was heißt deutlich, aber es sind 75% des Internetpreises. Normalerweise liegt das so bei 40, 45, so die Ecke. Und war auch halt auch noch im guten Zustand, nicht großartig durchgenudelt. Und ich stehe auf Kurioses und muss das einfach mal probieren. Genau, da berichte ich wahrscheinlich auch. Wenn ich das mal gespielt habe und wir eine Dreamcast-Folge machen, dann wird das wahrscheinlich mit auftauchen. Genau, was haben wir sonst noch Schönes? Ja, dann habe ich meine Atari Jaguar-Sammlung um ein Spiel erweitert. Ist ohne Anleitung. Doom, also wenn ihr vom Atari Jaguar irgendwie ein bisschen Ahnung habt, dann wisst ihr, dass die Spiele eigentlich bis auf so ein paar Ausnahmen richtig schweineteuer sind. Und viele Umsetzungen auch gar nicht mal so gut sind, auch wenn es 64-Bit ist im Vergleich zu den meisten Spielen, die da wirklich portiert wurden. Die sind ja sonst eher auf anderen 32 oder 16-Bitern gelaufen. Und Doom war für mich aber irgendwie noch so ein Spiel, was ich darauf haben wollte. Und das hat jetzt ohne Anleitung mich so circa 30, 35 so die Ecke gekostet, war wieder auch Bestandteil eines Pakets. Und das war definitiv für den Zustand ein super Preis. Ja, genau. Und jetzt kann ich das auch abhaken. Jetzt habe ich beim Atari Jaguar fast kein Spiel mehr, wo ich sagen würde, also bis auf Atari Cards, was ich noch suche, das fände ich noch ganz cool. Ansonsten habe ich für den Atari Jaguar jetzt eigentlich alles, was ich so brauche. Genau. So. Und dann, was mich auch noch richtig gefreut, viele von euch kennen ja auch Mr. Atari. Der ist ja auch bei sämtlichen Börsen immer mit dem Stand dabei. Und da haben wir schon einen Bericht gemacht beim Atari, also beim E-Jack Fest, beim Atari Jaguar Festival. Da war er auch da wieder mit seiner Partnerin und er hat ein 2600 Atari-Spiel selber programmiert. So, und zwar Give Me My Pancake. Und ich wollte das eigentlich schon immer von ihm kaufen und da hatte er aber gerade keine mit. Und er hat halt die Platine entworfen, hat das Spiel programmiert selber und hat dann quasi so ein Sticker. Also ich halte mal so ein defektes S-Rates-Modul, weil das werde ich nämlich da reinbauen. Er hat einmal ein Endlabel und einmal ein normales Label dann dazugegeben. Das sieht dann nämlich ungefähr so aus. Das Spiel kostet bei ihm 12 Euro. Ich fand es richtig witzig. Ist unbezahlte Werbung. Ich sage, kauft euch das. Das ist ein richtig witziges Spiel. Gib mir mal Pancake. Man sieht hier das Endlabel. Da ein normales Label. Kann man dann
in ein vorhandenes billiges oder defektes Modul reinbauen oder sich mit einem 3D-Drucker, wer es kann, selber noch ein Modulpaket bauen. Da ist noch so eine kleine Danksagung drin, die konnte ich noch gar nicht lesen, weil der Kleber sie verdeckt. Aber ich habe es ja noch nicht gespielt. Ich habe es nur einmal angespielt mit seinem Werbespiel, fand es so cool, dann hatte er keins mit. Und diesmal hatte er eins dabei und dachte ich mir, jetzt muss ich es kaufen. Genau. Das fand ich auf jeden Fall richtig gut, dass er da noch eins hatte. Ich habe tatsächlich auch das letzte gekauft, was er mit hatte. Genau, dann habe ich von dem Mitveranstalter des E-Jack-Fests habe ich dann auch noch was gekauft. Und zwar, ja, viele von euch wissen, dass ich da eigentlich nicht so ein Fan von bin. Ein Everdrive. So, das ist aber eine Version, mit der man relativ viel noch machen kann. Man hat halt noch ein In-Game-Menü und man kann mit dem Everdrive Mega Drive, weil der Mega Drive ja abwärtskompatibel ist, kann man auch Master System-Spiele spielen. Das heißt, man hat quasi den Master Everdrive, hat man schon mit Intus. Das heißt, der lohnt sich eigentlich noch mehr. Lag jetzt bei ungefähr 70 Euro und die Dinger kosten ja, zumindest in der Variante, die das kann, was dieses Ding kann, schon ein bisschen mehr. Hat auch für die meisten Programmierer und für Updates hat das Ding noch einen USB-Slot. Brauche ich jetzt nicht, aber gut. Ja, Anleitung dabei, irgendwie super gebrauchter Zustand, fast nicht benutzt. Ja, und funktioniert auch super. So ein paar Spiele, die man sich so nicht gönnen kann, die sind dann einfach jetzt einfach mal doch in meinem Wohnzimmer auf virtueller Basis. Genau. Und was das Schöne ist bei dem Ding, man kann Master System Spiele spielen, habe ich ja schon gesagt. Sega Mega Drive, aller Couleur, hätte ich jetzt fast gesagt, nein, aber aus allen Regionen. Dadurch, dass ich einen gemoddeten Mega Drive habe, der auch auf 60 Hertz umschaltbar ist, kann ich auch ohne Farbprobleme alles spielen. Deswegen war das für mich so sinnvoll. Und was auch noch schön ist bei den Dingern, man kann damit auch Sega CD-Spiele spielen, muss natürlich an dem Mega Drive dann auch ein CD-Laufwerk haben, damit quasi die Hardware-Unterstützung emuliert werden kann. Und 32X geht auch. Das heißt, auch Knuckles Chaotix und Colibri zum Beispiel kann man darauf spielen. Und das war eigentlich dann, also damit kann ich dann 4 bis 5 Konsolen emulieren. Sega Mark 3 Spiele, wenn man sie umbenennt, gehen auch, habe ich festgestellt. Und das war dann einfach der Hauptgrund zu sagen, komm, wenn ich jetzt mal gebraucht so ein Ding im guten Zustand von jemandem, den ich kenne, irgendwie ergattern kann, dann mache ich das auch einfach mal. Also peinigt mich nicht, sondern steinigt mich. Genau, dann kam noch jemand vorbei, mit dem ich öfter mal in Ratingen und Bochum und wo auch immer ich ihn treffe. Der hat immer einen Rucksack voller Spiele dabei und tauscht gerne mal oder verkauft auch einfach. Und da habe ich dann einfach mal für knapp 30 Euro diese Spiele ergattert. Einmal Spyro the Eternal Knight, Kingdom Hearts 1 und 2 und Star Wars Rebel Assault 2 für die PlayStation 1. Habe ich gerade festgestellt, hatte ich schon. Wird also wieder in der Verkaufskiste landen. Mist. Oder Carsten, willst du das haben? Kannst ja mal antworten. Ja. Genau, fand ich auch gut. Die Kingdom Hearts habe ich tatsächlich in der Platinum Edition, aber die sehen doch im Regal immer kacke aus. So. Gerade bei den Spielen kann man auch mal das Original nehmen. Genau. Ja, dann habe ich noch ein Konsölchen gekauft, wo ich immer mal überlegt hatte, mir das zu holen, weil man darauf auch gut irgendwie Emulationssoftware starten kann. Und zwar, ich schiebe das mal so ins Bild, kennt von euch vielleicht einige, die Ouya. Jetzt denken sich alle, oh ja. Oh Gott, war der schlecht. Kenne ich. Eine Android-basierte Konsole. War mir bisher im Netz immer irgendwie, ja, ich meine, die kosten nicht viel, ist ja voll gefloppt, das Ding. So für, mit 2 Pads laufen die im Netz irgendwie so für, was weiß ich, 40 Tacken oder was und muss dann aber noch Versand drauf zahlen. Ich habe jetzt für eine Ouya mit 2 Pads ohne Versand, keine Ahnung, 35 oder so dann auch, oder irgendwas zwischen 30 und 35, ist bei Paketpreisen, wie gesagt, immer ein bisschen schwer zu sagen. Und jetzt versuche ich da mal so ein bisschen Emulationskram drauf laufen zu kriegen. Bin mal gespannt, wie das läuft. Da
wenn da einer Tipps hat und da Erfahrung mit hat, dann kann er sich auch gerne mit mir in Verbindung setzen. Da wäre ich auf jeden Fall dankbar für ein paar unterstützende oder hilfreiche Worte. Jetzt muss ich das mal eben kurz wieder angestrengt aus dem Bild räumen. Okay, jetzt kommt der härteste Part. So, genau. Dann gab es noch ein paar winzige Funde, die mich auch irgendwie, ja, das war eher so ein Gag-Kauf, aber es war auch zusammen 2 Euro, also pro Stück 1 Euro. Und zwar einmal in meiner Größe ein weißes Shirt mit einem Space Invader drauf. Da konnte ich nicht dran vorbei, das fand ich irgendwie ganz cool. Und freute ich auf die Retro-Börsenfolge, da haben wir uns über das Ding noch kaputt gelacht. Konnte ich dann aber nicht umher, es zu kaufen. Fühlt euch davon bitte nicht persönlich angegriffen. Das ist der Watch Dogs 2 Pixel-Mittelfinger. Das so als Schaumstoff-Handüberstülper. Hat zwar schon noch einen kleinen Fleck, aber ja, kann man eh nur mit einer Seite an der Wand hängen. Und dann wird es halt die Schicke. Ja, den fand ich auf jeden Fall richtig witzig und für einen Euro musste ich den mitnehmen. Das war so ein typischer Trash-Kauf, das macht man einfach zwischendurch. Getrashed und gecashed hat mich das Teil. Genau. Und dann 2 Pickups habe ich noch. Und das eine, machen wir mal das eine, der Daniel von Voll Verpixelt hatte im Vornherein. Ach, aha, ich habe noch was vergessen. Egal, der Daniel hatte auf jeden Fall im Vornherein mit mir einen Deal ausgemacht. Und zwar wollte er seine Hero Quest loswerden. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Es hat schon irgendwie so ein Abenteuerspiel, so ein bisschen Richtung Dungeons and Dragons. Und habe ich ewig gesucht. Ein Kollege von mir hatte das auch immer nicht wirklich komplett. Und das wollten wir mal spielen. Und jetzt wollte er es halt abgeben und ich mag sowas immer, wenn ich es aus Händen kriege, die ich halbwegs kenne, wo ich weiß, dass das nicht so richtig ranzig ist und so und alles vollständig. Und habe ich ihm das auch zu einem relativ eBay-üblichen Preis abverkauft, jetzt zu 80 Euro. Das ist für den Zustand mehr als angemessen. Das kostet es im Netz auf jeden Fall auch. Und er weiß, dass es in gute Hände kommt. Ich mutmaße jetzt einfach mal, dass das hier gute Hände sind. Und ich habe auf jeden Fall riesig Spaß daran. Ich finde allein dieses Cover-Art auch so geil, ne? Wie er alleine guckt, das stimmt mich schon freudig. Ja, genau. Und der Deckel hat zwar ein paar Einrisse, aber das ist alles schön fein, säuberlich in Tüten, ohne Knicke, ohne angemalt, ohne alles. Da habe ich mich auf jeden Fall drüber gefreut. Genau, dann, das ist jetzt so eine Geschichte, da habe ich mir selber ein bisschen Arbeit mit aufgehalst, denn das Teil ist überhaupt nicht komplett, aber die tauchen halt nicht mehr so häufig auf und wenn für ein echt Schweinegeld, und zwar Amiga CD 32. Das war die, einfach eine Konsolenversion des Amiga 1200 mit einem CD-Laufwerk. Ungefähr so lässt sich es, glaube ich, am besten beschreiben. Ist ein bisschen ramponiert, kein Netz dabei, kein Controller. Wer sich damit auskennt, das ist alles schweineteuer nachzukaufen. Also versuche ich mir irgendwie da Peripherie zusammenzumogeln. Allerdings hat das halt den Vorteil, dass man quasi alle wirklich nötigen Amiga-ROMs sich auf eine CD brennen kann und das Ding kann die halt spielen. Das ist schon ziemlich cool. Das ist wirklich cool. Die Spiele an sich sind halt auch mega teuer. Die kann man aber auch brennen. Und irgendwie hat mich das angesprochen. Und also bei eBay laufen die momentan ja selbst ungetestet die lose Konsole für 150. Also das ist wirklich unverhältnismäßig teuer geworden. Sebastian hat irgendwie, der hat ja einen auch komplett und meinte auch nur, das kann überhaupt nicht wahr sein, wie das Ding durch die Decke gegangen ist. Und dafür habe ich jetzt auch in einem Setpreis, glaube ich, so um die 80 bezahlt. Es war zwar nichts dabei, der Händler, bei dem habe ich aber schon häufiger mal was gekauft. Und der meinte zu mir, auch vor der Öffnung der Börse habe ich das gekauft, sonst wäre es wahrscheinlich direkt weg gewesen. Er meinte zu mir, er hat es getestet, das Ding ging an, aber er hat halt null Peripherie, die er dann dazu mitgeben kann. Und dann dachte ich mir einfach nur, komm, den Typen kennst du, das nimmst du mit irgendwie und dann guckst du, dass du da was drum rumbaust, weil als Komplettset 400 Euro auszugeben, habe ich einfach keinen Bock.
Ich glaube, das ist verständlich. Ja, genau. Aber ich habe mich gefreut, dass das Ding auf jeden Fall aufgetaucht ist, wenn es auch ein bisschen Liebe bedarf, um es wieder fit zu kriegen. Ja, aber da habe ich mich auf jeden Fall darüber gefreut, dass ich so ein Ding dann doch mal in freier Wildbahn für halbwegs machbares Geld gesehen und jetzt auch gefunden habe. Ach. Und dann habe ich gesagt, das waren die letzten beiden Pickups. Da habe ich aber noch was vergessen. Ich habe noch einen kleinen Plastik-Luigi gekauft. Der steht aber schon im Regal, da komme ich jetzt gerade gar nicht dran. Und zwei Lynx-Spiele. Dafür muss ich einmal ganz kurz 3 Sekunden weg vom Mikro. Ah. So. Und zwar hatte ich die auch schon ins Regal einsortiert. Einmal Basketball. Ich mag hier den Lynx für seine Exklusivtitel. Da sind ja oft Spiele dabei, die woanders nicht erschienen sind, die auch relativ witzig sind. Wie zum Beispiel Kung Fu oder so. Oder dann irgendwie so ein Fighting-Spiel mit Gemüsesorten. Das ist richtig geil, finde ich das. Und Basketball ist jetzt auch so ein Spiel, was ich so auf einer anderen Konsole nicht kenne. Wo du halt... Ist halt ganz nett, so... He's hurt, du kannst dann Leute schlagen und umhauen, bevor sie, also ist halt so ein Wrestling-Basketball, das ist eigentlich schon ganz geil. Und vom gleichen Typen Power Factor für den Lynx. Da war ich bis jetzt mit der Steuerung absolut unzufrieden. Da muss ich nochmal gucken, ob ich das auf dem Lynx 1er vielleicht nochmal spiele. Aber irgendwas fand ich da komisch. Also das, vielleicht ist es auch ein Trash-Game, wenn ihr da was mehr zu wisst, dann bitte, bitte sagt's mir. Genau. Ich glaube, dafür habe ich dann zusammen 20 bezahlt oder so. Aber das eine ist sealed, das andere kostet, also die kosten im Netz auch alle mehr, das war ein absolut fairer Deal. Ich bin ja immer derjenige, der dann auch nicht mehr zahlt, als es dann im Netz kostet und meistens auch eher deutlich weniger, weil ich das überhaupt nicht einsehe, immer so viel Knete zu bezahlen, wenn es nicht gerade ein Spiel ist, was ich wirklich haben muss. Genau. Ja, nee, das waren jetzt aber tatsächlich meine Pickups. Ansonsten habe ich nichts vergessen. Ich gucke nochmal auf meine Liste. Nee. Genau, ich habe nichts vergessen. Damit bin ich fertig. Tada, sehr gut. Falls ihr noch Tipps zu meinen Pickups habt, wie gesagt, wenn einer beim Uja ein bisschen mehr Bescheid weiß, wäre ich sehr dankbar. Oder wenn ihr auch noch Tipps zum Everdrive habt. Oder wie trashig den Power Factor für den Lynx ist, dann kommentiert gerne oder schreibt uns irgendwie privat an, schreibt mich privat an, wenn ihr irgendwie auf Facebook unterwegs seid. Setzt da ein Like ab, da könnt ihr uns schreiben. Einfach machen. Wir beißen nicht, zumindest nicht fest. Und ja, dann würde ich sagen, danke dafür, wenn sich einer meldet. Oder auch danke dafür, wenn sich keiner meldet. Ich würde sagen, das Fazit war auf jeden Fall eine gute Börse. Ich bin ein bisschen was losgeworden. Habe das Geld dann direkt reinvestiert, meiner Meinung nach auch relativ gut reinvestiert. Und ja, wenn ihr da irgendwie noch Kommentare habt, auch zu der Börse an sich, es wird auch noch ein Börsenvideo folgen, dann haut einfach raus. Und ich würde sagen, wir sehen uns auf der nächsten Börse oder im nächsten Video oder wahlweise, vielleicht sogar privat, wer weiß es schon so genau. Also reingehauen, viele Grüße auch von den anderen beiden Orbit-Jungs und ich würde sagen, wir sehen uns. Ciao, ciao!